Jo, und dann sind wir Backstage. Mit wem? Wer bist du? Stell dich mal vor. Ich bin Tamika Campbell. Ich komme aus New York City, alleinerziehende Mutter, spreche mehrere Sprachen und bin verdammt athletisch. Und mache Comedy. Fließt der Sport auch in deine Comedy mit ein? Wie ich mich bewege, würde ich eher sagen. Wie kommt eine New Yorkerin in die deutsche Comedy? Also ich bin in Comedy sowieso reingestolpert aus Versehen, aber ich bin nach Deutschland gekommen wegen Liebe, die Gott sei Dank vorbei ist. Das war Kacke. Und ich habe mich in Deutschland verliebt, besonders in Berlin. Was magst du an Deutschland, muss ich jetzt leider fragen, das ist zwar typisch, aber was liebst du an Deutschland? Apfelschorle, Malzbier und Maggi sind mein drei Lieblingsding, muss ich, wow. Aber ich finde es auch, also ist einfach locker, relaxed. Ich habe eine Botschaft, ich habe eine Message und meine Message ist, man kann Frau sein und alles schaffen. Ich bin Powerfrau, ich habe jahrelang versucht, das zu unterdrücken, aber auf der Bühne habe ich meinen Platz gefunden, wo ich darf, die ganze Energie und ich bin nicht zu viel. Auf der Bühne passt und gehört meine Energie. Und wo sonst soll ich das bringen? Beim Rewe oder was? Ja. Geil. Was hast du in deinen Taschen? Also eine Golfball und eine Socke. Das ist meine Waffe. Der ist immer dabei. Kugelschreiber, Handy und Schlüssel mit einer Waffe drauf. Ja. Dann merkt man die New Yorkerin. Genau. Und ein gesamtes Bild von meiner Tochter, um mich erinnern, runterzukommen. Mhm. Kannst du mir das mit dem Golfball und der Socke nochmal erklären? Ja, also das ist eine Waffe. Und ich mache viele Jahre Kung-Fu. Und verschiedene Waffen sind illegal. Messen, Schlägern und so was, was egal. Aber nirgendwo auf der Welt ist es geschrieben, dass man darf nicht mit einem Golfball und einem Sock kämpfen. Und ich sehe das so ein, irgendwie aus Versehen, vor dem Kampf ist der Golfball von alleine aus der Tasche rausgeflogen in der Socken und hat sich zusammengeknoten. Und dann nutze ich das auch als eine Unterhaltungsmethode, sag mal so. Das ist der absolut geilste und beste Lifehack, den ich je gehört habe. Dankeschön. Sehr weiblich, gell? Finde ich echt gut. Mädels, kauft euch Golfbälle und Socken, genau. Habt ihr ja eh. Und weißt du, welche Socke ich nutze? Immer die Socke, die man immer von der Waschmaschine, die lässt, die eine holt. Die kommt in eine Schublade und die werden nur für Waffeln benutzt. Mhm. Ich bin am gleichen Ball, aber die vierte Socke. Okidoki. Vielen Dank. Tschüss.